lifetime in repeat. Der Selection Sort ist ein weiterer Algorithmus, der ziemlich einfach zu implementieren geht. Hierbei geht man in dieser Liste einfach immer von links nach rechts, Schritt für Schritt, einen Schritt weiter und wählt sich das kleinste Element aus dieser rechten Teilliste aus und fügt es an die aktuelle Position. Das funktioniert im Detail so. Wir haben hier diese Liste und wir fangen hier vor dem ersten Element an und suchen uns hier das kleinste Element, beziehungsweise später im Code den Index des kleinsten Elements. Und dieses tauschen wir dann mit dem aktuellen Element. Also hier wäre das die 5 mit der 1. Also hier kommt die 1 hin, da die 5, 2 und 3. Jetzt wissen wir, das kleinste Element steht hier vorne und jetzt stellen wir diesen Zeiger hier um 1 weiter nach rechts und wir wählen uns aus dieser Liste wieder das kleinste Element aus, das ist hier die 2. Und tauschen das mit dem ersten Element aus der Teilliste. Und das sieht dann so aus. 1, 2, 5, 4, 3. Und so weiter und so fort. Jetzt steht dieser Zeiger hier. Also das hier ist die neue Teilliste. Und hier das kleinste Element ist natürlich die 3. Deswegen tauschen wir die 5 mit der 3. Und jetzt ist die neue Teilliste hier und jetzt tauschen wir im Prinzip, weil die 4 schon das kleinste Element ist, die 4 mit der 4, also steht die 4 wieder hier. Es hat sich quasi nichts geändert. Und wir sind hier beim letzten Element. Und nach Definition des Algorithmus ist das letzte Element natürlich schon sortiert, weil ich alle anderen Zahlen schon sortiert habe. Also ist die ganze Liste sortiert. Ja, das ist das grobe Verfahren vom Selection Sort. Und das werden wir jetzt hier gemeinsam implementieren. Ich gehe hier einmal in meine IDE. Und definiere mir hier die Funktion SelectionSort. Die nimmt hier eine Liste ein. Ich nenne die Liste jetzt mal L. Und hier unten definiere ich mir gleich den Aufruf der Funktion. Erstmal die Liste, welche sortiert werden soll, definiere ich mir jetzt als Liste. Und da schreibe ich einfach bunt gemischt irgendwelche Zahlen rein. So. Und am Ende gebe ich ihn mir natürlich aus. Die sortierte Liste, die ich durch diese Funktion hier zurückgebe. So, wie ich anfangs schon gesagt hatte, gehen wir mit dem Selection Sort die Liste von links nach rechts durch. Und das machen wir mit einer Vorschleife. For e in range len l tue folgendes. Und hier müssen wir beachten, dass wir, habe ich ja eben schon erklärt, nicht bis ganz zum Ende gehen, weil dann wäre dieser Zeiger hier hinter der 5, beziehungsweise, nein, der Zeiger wäre hier, aber wenn der Zeiger hier ist,
ist die Liste ja bereits sortiert. Von daher gehen wir nur bis zum vorletzten Element. Also Länge minus 1. So, jetzt müssen wir quasi das minimale Element bzw. den Index von dem minimalen Element in der Liste finden. Und nicht in der ganzen Liste, sondern in der Restliste. Also in der Liste, angefangen immer bei dem Pfeil hier. Und das machen wir wie folgt. Ich speichere mir den minimalen Index in minint. Und jetzt brauche ich eine Funktion getMinInt. Die werde ich gleich schreiben. Und die bekommt hier die Restliste. Und die Restliste, die bekomme ich mit E und dann Indexklammern, Quatsch, L, Indexklammern, E, Doppelpunkt. Also gebe mir alle Elemente der Liste L ab dem Element E. Das steht hier im Prinzip. Also diese Restliste, die noch nicht sortiert ist. Und getMinInt gibt mir einfach den Index vom minimalen Element. Und das definiere ich mir hier. Def minInt, getMinInt von einer Liste. Und hier brauche ich zwei Hilfsvariablen. MinInt. Die definiere ich mir einfach mal auf 0. Und MinL. Und das hier ist, sagen wir mal, das erste Listenelement. Die Funktion ist ziemlich ähnlich wie die Funktion zum Suchen eines minimalen Elements. Also wer hier mal ein bisschen genauer nochmal wissen will, wie das hier abgeht, empfehle ich meine Python-Anfänger-Tutorial-Liste. Da erkläre ich das alles noch ein bisschen genauer. So, jetzt gehe ich hier natürlich die Liste durch, gucke, wenn das Element kleiner ist als minL, dann ist minInt, ach, Range, so muss ich das natürlich schreiben, weil ich möchte ja auf den Index zugreifen und E gibt mir jetzt das den Index. Also, wenn das Listenelement vom Index E kleiner ist als minL, dann ist minInt gleich E und minL ist dann natürlich L von E. Und zum Schluss wird natürlich da den minimalen Index zurückgegeben. Also, ich gebe die Liste durch, gucke, ob das aktuelle Listenelement kleiner ist. Wenn es kleiner ist, habe ich ein neues Minimum gefunden. Den Index setze ich dann auf E und das minimale Element auf LE. Das hier habe ich richtig vorher definiert, sollte eigentlich laufen. Okay, und das minimale Element, der Index vom minimalen Element gebe ich dann einfach zurück. So, das hätten wir hier. Und jetzt weiß ich quasi, aha, ich habe jetzt quasi das minimale Element in dieser Restliste und das möchte ich jetzt tauschen mit dem aktuellen Element, also mit Element E. Und das mache ich wieder mit dem Dreieckstausch. Das hat man im Bubble Sort Video schon gesehen. Und hierzu schreibe ich mir erstmal einen Kommentar. Dreieckstausch von LE
und L min-int. Das ist ziemlich gut, wenn ihr das macht. Mache ich jetzt hier in meinen Videos nicht so häufig, also Kommentare schreiben, weil es ziemlich zeitaufwendig ist. Aber wenn ihr selber programmiert, gehört das eigentlich zum guten Programmierstil, wenn man das macht. Nur mal so am Rande. So, und der Dreieckstausch, da brauchen wir natürlich erstmal eine temporäre Variable, in der ich hier jetzt mal LE abspeichere. Und LE überschreibe ich jetzt mit L min int und L min int setze ich jetzt gleich diese temporäre Variable. Also ich habe LE und L min int getauscht. Also das Minimale ist jetzt am Start der noch zu sortierenden Restliste. Und das mache ich jetzt so lange für alle Elemente der Liste, beziehungsweise bis kurz vorm Listenende. Und am Ende gebe ich mir einfach die Liste zurück. Return L. So, wollen wir es mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ich starte das Ganze mal. Und wie man sieht, funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Gucken wir hier einmal durch. Ah, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Und zwar ist es ja so, dass mir getMinInt hier den Index zurückgibt. Aber es ist nicht der Index von L, sondern der Index von L ab dem eten Element. Und dieser Index, den müssen wir jetzt konvertieren zu dem Index der gesamten Liste L. Und das machen wir hier im Prinzip mit minInt plus e. Und hier auch minIndex plus e. Gucken wir uns nochmal an, ob es jetzt funktioniert. Ah, und jetzt funktioniert es einwandfrei. Die Liste konnte erfolgreich sortiert werden. Und hier nochmal mein Fehler. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt getMinInt mit dieser Liste hier 543. Das würde uns natürlich für das minimale Element bzw. den Index des minimalen Elements hier die 3, den Index 2 zurückgeben. Aber 2 ist natürlich nicht der Index von der gesamten Liste. Also müssen wir die 2 hier noch addieren mit diesem Index E der Vorschleife. Und Index E ist ja auch 2, also hier ist 0, 1, 2. Und 2 plus 2 ergibt 4 und 4 ist dann der Index der gesamten Liste L. Also 0, 1, 2, 3, 4. Und wir bekommen hier die 3. Von daher, ja, das war der Fehler. Und jetzt funktioniert das ziemlich gut, der Selection Sort Algorithmus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis demnächst.